Österreichs ersatzgeschwächte Nationalmannschaft hat am Dienstag das freundschaftliche Länderspiel in Herning gegen Dänemark mit 0:2, 0:1 verloren. 4 Tage nach dem Sieg des ÖFB-Teams gegen Nordirland erwies sich der Weltranglisten-10. Als zu starker Gegner und gewann dank Treffern von Lucas Larriger, 29. und Martin Breitwhite, 93. verdient. Teamchef Franco Foda nahm gegenüber dem 1:0 am Freitag in der Nations League gegen Nordirland 5 Änderungen vor. Im Tor kam Richard Strebinger zu seinem Länderspieldebüt, zudem standen diesmal Alexander Dragovic, Luis Schaub, Alessandro Schöpf und Xaver Schlager, der schon nach 36 Minuten mit Problemen der Wadenmuskulatur vom Feld musste, neu in die Startformation. David Alaba, Marco Arnautovic, Julian Baumgartlinger, Stefan Leiner, Florian Grilitsch und Michael Gregoritsch fehlten verletzt oder angeschlagen. Einer der 9 hatte unmittelbar nach Spielbeginn die große Chance auf die Führung. Nicht einmal 20 Sekunden nach Anpfiff schoss Schöpf nach Vorarbeit von Guido Burgstaller aus 11 Metern aber weit daneben, es sollte die beste Möglichkeit der Gäste im gesamten Spiel bleiben. Die Österreicher zeigten in den Minuten danach zwar teilweise schöne Kombinationen, allerdings fehlte ohne die halbe Stammelf die Durchschlagskraft. Österreich versus Dänemark. Die Noten für unsere Teamkicker. Die österreichische Nationalmannschaft muss sich in Dänemark mit 0:2 geschlagen geben und wirkte dabei über weite Strecken ideenlos. Spox benotet die Leistung unserer Kicker. Richard Strebinger, Note ist gleich 3, konnte seine Klasse vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigen, als er ein paar gute Chancen der Dänen zunichte machte. Bei beiden Gegentore machtlos. Martin Hinteregger, Note ist gleich 4, holte sich nach einem Stellungsfehler früh die gelbe Karte ab, stand danach auch nicht immer sicher. Versuchte immerhin, das Spiel aufzubauen, fand aber kaum Anspielstationen. Blieb zur Halbzeit in der Kabine. Sebastian Poldl, Note ist gleich 4, hatte sowohl mit Paulsen als auch mit dem für diesen eingewechselten Breitwhite immer wieder Probleme. Wirkte behäbig und trug wenig zum Spielaufbau bei, machte in der 71. Minute Mark Janko Platz. Alexander Dragovic, Note ist gleich 3, gewann als einziger ÖFB-Verteidiger alle seine Zweikämpfe. Beim Gegentreffer verteidigte er allerdings nicht aggressiv genug und ermöglichte so den zweiten Doppelpass. Andreas Ullmann, Note ist gleich 3, schaltete sich nicht so aktiv ins Offensivspiel ein, wie man es von seinen Salzburg-Auftritten gewohnt ist. Dafür gewann er zumindest 66% seiner Zweikämpfe, ließ sich in der Defensive nicht zu Schulden kommen. Xaver Schlager, Note ist gleich 3, der Salzburger war bemüht und bot sich viel an und spielte mit 28 die meisten Pässe aller Mittelfeldspieler in Halbzeit 1, aber auch ihm fehlten die zündenden Ideen. Musste in Minute 36 verletzt raus. Luis Schaub, Note ist gleich 3, noch einer der auffälligeren Spieler. Gute Passquote, 85%, und eine hervorragende Zweikampfquote, 80%. Sein Schussversuch in Minute 50 landete fast im Winkel, wurde nach 78 Minuten für Trauner ausgewechselt. Valentino Lazzaro, Note ist gleich 4, in der ersten Stunde selten bis nie ins Offensivspiel involviert, leitete lediglich in Minute 50 Schaubs Chance ein. Ansonsten waren seine Flanken bis auf eine Ausnahme auffällig schwach, gewann nur 20% seiner Duelle. Alessandro Schöpf, Note ist gleich 3, einer jener Spieler, die etwas regelmäßiger im Spiel involviert waren. Recht viele Ballkontakte, zumindest für dieses Duell, aber keine besonders gute Zweikampfquote, 40%. Ging nach 70. Minuten für Hirländer. Marcel Sabitzer, Note ist gleich 3, konnte wenig Torgefahr ausstrahlen. Hatte zunächst mehr Ballkontakte, 28, als seine Mitspieler.
musste in der Halbzeit dennoch für Kainz weichen. Guido Burgstaller, Note ist gleich 4, die Definition von in der Luft hängen. Sowohl in Halbzeit 1 als auch in Hälfte 2 mit lediglich 11 Ballkontakten. Im zweiten Durchgang einmal von Lazzaro eingesetzt, kam aber nicht zum Kopfball. Stefan Ilsanka, Note ist gleich 4, kam in der 37. Minute für Schlager, agierte deutlich defensiver. Unauffällig im Spiel nach vorne, gewann lediglich 14% seiner Zweikämpfe. Florian Kainz, Note ist gleich 3, bemüht, Farbe ins Spiel zu bringen. Lang aber nur bedingt. Feuerte nach 71. Minuten aus der Distanz den vielleicht besten Schuss der Österreicher ab. Schmeichel hielt, hatte aber Probleme. Gewann seinen einzigen Zweikampf. Marc Janko, Note ist gleich 3, kam für Prödel nach 71 Minuten ins Spiel und fiel nach 75 Minuten durch einen starken Volley-Versuch, der knapp am linken Pfosten vorbeiging, auf. Ansonsten, wie Guido Burgstaller kaum bedient. Kevin Wimmer, Note ist gleich 4, kam in der Halbzeitpause für Hinteregger. Agierte lange solide, verlor dann aber den entscheidenden Zweikampf gegen Brad Waite, wodurch dieser das 2:0 erzielen konnte. Stefanie Hierländer, Note ist gleich 3, kam in der 71. Minute für Alessandro Schöpf und konnte am Spielgeschehen nichts mehr ändern. Trat weder positiv noch negativ in Erscheinung. Gernot Trauner, zu kurz eingesetzt, kam in der 78. Minute für Schaub und feierte sein Teamdebüt. Dänemark auch ohne Eriksen besser. Die ohne Tottenham-Star Christian Eriksen angetretenen Dänen forcierten ebenfalls das Passspiel und übernahmen bald das Kommando. Eine schöne Ballstaffette, die Larrager aus 18 Metern mit einem Schuss ins Kreuzeck perfekt abschloss, 29. brachte auch die Führung. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Dänen das Spiel im Griff und durch Martin Brad Waite, 56. und Christian Gütjær, 60. gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. In der 71. Minute reagierte Foda mit den nächsten Einwechslungen und brachte unter anderem Marc Janko, der sein Comeback nach einem Jahr Pause gab und in seinem vielleicht letzten Länderspiel gleich die Kapitänsschleife von Prödel erhielt. Später kam auch noch Gernot Trauner zu seinem Teamdebüt. Damit einher ging eine Umstellung von 3-5-2 auf 4-4-2 und neuer Schwung im Spiel der Österreicher. Der 35-jährige Lugano-Stürmer zeigte gleich auch seine Qualitäten, sein abgefälschter Schuss verfehlte das Ziel aber knapp 76. Das Tor fiel aber auf der Gegenseite durch Brad Waite in der Nachspielzeit 93. Noch zwei Länderspiele im Jahr 2018. Der Europameister von 1992 setzte damit seine jüngste Erfolgsserie fort. In den jüngsten 23 Länderspielen verlor Dänemark nur 2 im WM-Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Kroatien im Elfmeterschießen und zuletzt im September im Testmatch in der Slowakei mit einer Notelf aus Unterhaus und Futsal-Kickern mit 0:3. Für die Foda-Auswahl stehen in diesem Jahr noch 2 Spiele auf dem Programm, wenn es am 15. November zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina und 3 Tage später in Nordirland um den Aufstieg in der Nations League geht. ÖFB-Team in 2018 alle Länderspiele im Überblickspiel bewerbter Tourmort-Ergebnis Österreich, Slowenien-Friendly 23. März 2018 20:45 Uhr Klagenfurt 3:0 1:0 Luxemburg, Österreich-Friendly 27. März 2018 20:30 Uhr Luxemburg 0:4 0:2 Österreich Russland Friendly 30. Mai 2018 20:45 Uhr Innsbruck 1:0 1:0 Österreich Deutschland Friendly 2. Juni 2018 18 Uhr Klagenfurt 2:1 0:1 Österreich.
Brasilien-Friendly 10. Juni 2018 16 Uhr Orient 0:3, 0:1 Österreich-Schweden-Friendly 6. September 2018 20 Uhr 45 Uhr Wien Generali Arena 2:0, 1:0 Bosnien-Herzegowina Österreich Nations League 11. September 2018 20 Uhr 45 Uhr Zenica 1:0, 0:0 Österreich Nordirland Nations League 12. Oktober 2018 20 Uhr 45 Uhr Wien Happel Oval 1:0, 0:0 Dänemark Österreich Friendly 16. Oktober 2018 20 Uhr 45 Uhr Hörning 2:0, 1:0 Österreich Bosnien Herzegowina Nations League 15. November 2018 20 Uhr 45 Uhr Wien Happel Oval Nordirland, Österreich Nations League 18. November 2018 18 Uhr Belfast Werbung